In einem Interview mit dem australischen TV-Sender ABC warnt John McCain, der Vorsitzende des US-Verteidigungsausschusses, dass der US-Senat Sanktionen gegenüber Moskau vorantreiben werde. Kritik gibt es vor allem an Wladimir Putin. Ich denke, er ist die wichtigste Bedrohung, eine größere als der Islamische Staat. Der IS kann zwar schlimme Dinge tun, ich mache mir große Sorgen über das, was in der muslimischen Welt passiert, aber ich sehe auch, dass die Russen versuchen, die Fundamente der Demokratie zu zerstören. Das haben sie gezeigt, indem sie das Ergebnis der Wahlen beeinflussen wollten. Ich sehe die Russen als die größte Herausforderung an, die wir derzeit haben. Wir hatten kein Rezept, um Putin nach den Wahlen im letzten November zu antworten, als er das Ergebnis der Wahlen beeinflussen wollte. Daher brauchen wir stärkere Sanktionen und werden nach der Sitzungspause im Senat die Sanktionen gegen Russland vorantreiben und auch weitere Strafmaßnahmen für das russische Verhalten beschließen. McCain, der bislang eher als ein Trump-Kritiker gilt, setzt nun mehr Vertrauen in den US-Präsidenten. I am nervous from time to time. Ich bin von Zeit zu Zeit nervös. Ich denke, dass der Präsident große Verantwortung hat für sein Sicherheitsteam. Zudem glaube ich, dass er die meiste Zeit ihren Rat und Beistand akzeptiert. Macht er das die ganze Zeit? Nein. Stört es mich? Ja, es stört mich. Yes, it bothers me. I don't think it's standard procedure prior to the inauguration of a president of the United States by someone who is not in an. Ich denke nicht, dass es zur Vorgangsweise einer nicht eingesetzten Person gehört, vor der Angelobung des Präsidenten der Vereinigten Staaten so zu handeln. Ich glaube, dass Mr. Comey so gehandelt hat in Bezug auf Kandidatin Clinton und weil Fake News von den Russen vorgebracht wurden. Es wird mehr und mehr bizarr. This becomes more and more and more bizarre. In fact, you can't make it up. Der Republikaner John McCain gilt als einer der führenden Außen- und Sicherheitspolitiker im US-Kongress.